Okay, welcome to the talk. If you're coming in, please close the door behind you. Willkommen zum Vortrag. Please give a warm applause to Magnus. He's going Bitte to einen herzlichen Applaus für Magnus. Er hält uns den Vortrag über höherdimensionale Geometrie und Fraktale. All right. Hello, everyone. Hallo. Wie ihr schon im Abstrakt gelesen habt, geht es heute in dem Vortrag über Fraktale und es ist aufgeteilt in drei Teile. Ich gehe mal davon aus, dass ihr so grobe Ideen habt, wie man projektive Geometrie macht. Ich werde auch ein paar Formeln reinwerfen in den Vortrag. Dann erkläre ich, wie das ungefähr funktioniert. Dann reden wir über fraktale Flammen. Das ist ein Spezialfall von iterativen Funktionssystemen. Und dann reden wir darüber, wie das im Spezialfall bei 4D aussieht. Das heißt, immer wenn ich von 4 rede, dann rede ich von R hoch 4 oder höher. It's more condensed into something specific. All right, and there's going to be some intermission slides where I show zwischendurch schiebe ich immer mal wieder ein paar Beispielprogramme ein auf den Folien. And let's get started. Wer will, kann das auch gerne gleich auf der Homepage mitverfolgen live. Gut, fangen wir gleich an. Ich zeige euch gleich, was ich euch nicht zeigen werde. Das ist jetzt ein Würfel, jeder weiß, wie ein Würfel aussieht. Das ist jetzt das Zeug, was ich auslasse. Wir machen keine Vektormatrizen und Matrix-Matrix-Produkte. Wir machen kein Kreuzprodukt in 3D. Wir machen keine homogenen Koordinaten. Ich gehe mal davon aus, das wisst ihr alle. Ich denke mal, wir wissen alle, wie Rotationen aussehen und dass ihr mir auch vertraut und wie man sie mit Matrizen darstellt. Wir brauchen homogene Koordinaten in erster Linie deswegen, weil wir affine Transformationen verwenden wollen. Dann gibt es noch die Look-at-Transformationen in OpenGL. Die lasse ich jetzt auch aus, aber wir werden sie erweitern. Dann gibt es noch die perspektivischen Transformationen. Das ist ungefähr das, was wir vorher gesehen haben. Es ist einfach eine Möglichkeit, die Dimensionalität einer Szene runter zu reduzieren. Und zum Schluss, nachdem man perspektivische Transformationen verwendet hat, nimmt man dann Projektionen. Okay, also das ist jetzt nochmal das Kreuzprodukt. Eigentlich wollte ich es ja auslassen, aber wir wollen einfach nur noch die Notation klären. Also vertikale Linien geben wir uns die Matrix an. And when we have rotation matrices, wenn man Rotationsmatrizen hat, dann kann man die erweitern, so damit man sie multiplizieren kann mit affinen Transformationsmatrizen. Einfach alles Nullen setzen bis auf die Diagonale, da setzt man dann eine 1. Das ist jetzt eine Matrix, die wir auch auslassen werden. Ich will es eigentlich nur hier hinschmeißen, um euch ein bisschen zu beeindrucken. Das ist das, was in OpenGL verwendet wird. Just throwing it out there. Okay. And my clicker's not working. Anyway, so now part one. Also Teil 1. You guys are going to believe me that we can do perspective for, ihr glaubt mir jetzt einfach mal, dass wir perspektivische Projektionen machen können in 4D. So we can do that in 4D, and this, for example, would be a tesseract or a hypercube. Okay, das ist jetzt ein Tesseract oder auch Hyperwürfel genannt. Wir nehmen ein 4D-Objekt und rechnen das runter auf ein 3D-Objekt. Und das wiederum können wir dann auf ein 2D-Objekt reduzieren, und das seht ihr dann da.
So again, what do we need for that? It's basically the same list. Alles, was wir gerade eben ausgelassen haben, ist das, was man dafür braucht. But it gets worse because we don't actually have. Aber eigentlich wird es noch viel schlimmer, weil Kreuzprodukte existieren gar nicht in Dimensionen außerhalb 3. Eigentlich brauchen wir normalen Vektoren. Insofern, das ist fast einfacher. Was sind also normalen Vektoren? In 3D, we had a cross product. In 3D hatten wir halt ein Kreuzprodukt. Wir haben, wenn man zwei Vektoren nimmt und das darauf anwendet, kriegt man halt einen senkrechten Vektor dazu. Das ist das, was wir hier auch brauchen. In 4D kann man natürlich nicht einfach zwei multiplizieren und dann etwas Orthogonales dazu kriegen, weil im Prinzip kriegt man dann eine Ebene. Das heißt, man kann jetzt aber drei nehmen und mit der Determinante dieser Matrix ausrechnen. Und dann hat man zwei Möglichkeiten, zwei Vektoren, die rauskommen. Und das ist, wenn man das normalen Vektorproblem lösen will. Und man braucht normalerweise keinen Basisvektor. Also diesmal braucht man drei von. We can also do this in higher dimensions. Okay, wir können das auch in höheren Dimensionen machen und es sieht gleich aus eigentlich. Aber wir brauchen einfach, wenn wir in N-Dimensionen sind, brauchen wir einfach ein weniger, also n minus 1, und dann können wir alle anderen Koordinaten fixen. Und das, was ihr seht, ist jetzt Teil der Formel, die wir später brauchen. Ich werde nicht die meisten Formeln erklären. Ihr könnt das später nachlesen, wenn ihr wollt. Aber was wir sonst noch brauchen, ist eine Anschau-Transformation. In drei Dimensionen hat man zum Beispiel einen Punkt, an dem man schaut, und dann hat man seine Kamera, und dann muss man die Kamera dazu bringen, den Punkt anzuschauen. Wir müssen dafür eine Rotationsmatrix bauen, indem wir die letzte Spalte der Matrix damit füllen, wo wir hergucken. Und dann brauchen wir noch einen Orientierungsvektor. In vier Dimensionen braucht man zwei Orientierungsvektor. Und wenn man OpenGL zum Beispiel hat, dann hat man eine Funktion und die das für einen macht, und man muss hier drei Vektoren füttern, wo man hinguckt, wo der Punkt ist, und noch einen Rotationsvektor. Und in vier Dimensionen braucht man dann halt zwei Vektoren, Rotationsvektoren, die man dann noch fixen muss. Und decken wir dann halt. Wir bilden einfach die Kreuzprodukte hier und hier gibt es noch einen weiteren normalen Vektor. Das kann man in verschiedenen Paper nachschauen online. Das hier aber rum findet man nicht. Das braucht man halt, wenn man in höhere Dimensionen geht. Sieht immer noch genauso aus. Wir haben jetzt zwei weniger als die Anzahl der Dimensionen. Wir schieben die berechneten Spalten von rechts rein. Gut. Wir brauchen auch noch perspektivische Transformationen. Da geht es im Prinzip so, dass man mit der Kamera nach links und rechts nach außen schaut, statt einfach nur geradeaus. Das ist relativ kompliziert, aber OpenGL macht das für uns eigentlich schon fast alles. Deswegen ist das relativ einfach. Wir brauchen eine relativ ähnliche Matrix wie im 3D-Fall. Hier hat man nur den Winkel, den das Auge geöffnet ist, der FOV. Die letzte Dimension sind im Prinzip fixiert, sodass man sich die um nicht kümmern muss. Die letzte Dimension ist quasi immer so eine Tiefenschärfe.
So, in höherer Dimension sieht es im Prinzip genauso aus, dass man einfach die gleiche Variante hat, nur mit mehr. Und jetzt brauchen wir noch eine Anschau-Matrix. Und dann nehmen wir das alles, tun das alles zusammen und dann sind wir glücklich, denn wir haben nur noch eine Matrix, die wir mit einem Vektor multiplizieren müssen. Und es ist nicht so schlimm, es sind einfach ein paar Matrix-Multiplikationen. Und es ist eine 4x4-Matrix und es ist eine 5x5-Matrix und das ist eine 5x4. Und es ist nicht so schlecht, denn wir können das, die eine da expandieren zu einer 5x5-Matrix, wie vorher erklärt, und dann ist es nicht so schlecht. Und 5D ist es nicht so schlimm. Es ist basic, es ist eigentlich dasselbe. Also wir müssen uns darüber nicht Sorgen machen. Okay. Und wenn wir jetzt, nachdem wir jetzt die Matrix-Vektor-Multiplikation gemacht haben, müssen wir immer noch, also wir haben immer noch, wir haben jetzt eine homogene 4D-Matrix-Koordinaten und wir haben Matrix-Vektoren und multiplizieren die und dann kriegen wir 5D-Koordinaten zurück. Und an diesem Punkt, wir müssen den homogenen Part, Teil raustun und dann müssen wir noch eine Perspektive Transformation machen. Und dann müssen wir das zweimal machen, dann bekommen wir einen dreidimensionalen Vektor zurück. Und jetzt haben wir einen dreidimensionalen Vektor, wir haben, machen das nochmal und dann bekommen wir zweidimensional zurück. Und jetzt die erste... und jetzt zeige ich euch, wie man das macht, oder, at least, oder zumindest wie es aussieht. Und jetzt haben wir das, was wir vorher gesehen haben, vierdimensionalen Würfel in zwei Dimensionen, oder jetzt erstmal in dreidimensionalen, in drei Dimensionen. Oh, und jetzt rotieren wir ihn in vier Dimensionen. Und jetzt, das mit einer 3D-Objekt in 4D machen würde, würde man das quasi von innen nach außen umstülpen. So, jetzt machen wir das Ganze in 5D. Nach 5 wird es dann langsam verwirrend. Also hören wir besser bei 4 auf. Bleibt man noch ein bisschen mehr bei Verstand. Okay. Ich habe euch versprochen, dass wir affine iterierte Funktionssysteme machen. Ein IFS, ein iteriertes Funktionssystem. Die Idee ist, dass man halt 2, 3, 4 Funktionen hat und einen Satz Vektoren. Und wir multiplizieren die jetzt alle aus und wir machen das rekursiv. Dann summiert man es auf. Das ist aus einem fraktalen Flammenpapier. Wir machen das jetzt nicht bis ins Unendliche, weil sonst sieht man nie was. Es würde nie aufhören. Aber darum ging es in dem fraktalen Flammenpaper. Also im Prinzip könnte man irgendeine Funktion wählen, aber eine simple wäre eine affine Transformation. Also im Prinzip, wir nehmen einen Punkt, wir machen eine Translation und dann rotieren wir ihn noch. Normal machen wir ein Chaos-Spiel, um das zu rendern. Aber in 3 oder 4D funktioniert es nicht, weil man zu viele Punkte braucht. In dem Fall kann man ein hinreichend unterteiltes Primitiv. So, for example, if we try to do a Sierpinski game. Okay, sagen wir mal, wir machen eine Sierpinski-Schlange. We have three functions and they work like this. Das sind drei Funktionen. Okay. Which we can all do with fine transformations. Das kann man jetzt iterieren, das machen wir jetzt ein paar Mal. Und du kriegst ein immer schöneres und immer schärferes Bild raus. Geht das in 3D? Sure. Klar. We can do that. There's no problem here. Alles gar kein Problem, können wir alles machen. Also ich nehme jetzt mal einfach eine 3D-Kurve. Die sind jetzt zufallsgeneriert mit einem bestimmten Seed. Jetzt machen wir das Ganze noch in 4D und stülpen es um. So, you
can turn it inside out, as you see here. Okay, also ihr seht jetzt, hier stirbt sie es gerade. Und die benutzen einen speziellen Funktionsaufruf, den Variationsaufruf, und der ist in dem Paper da definiert, und das könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt, weil das ist toll. Und die Variationen sehen ungefähr so aus. Ihr habt ihre affinen Transformationen und ihr wendet also auch ein paar Variationsfunktionen an, die wir im Anhang definieren. Die sind kanonisch. Und die sehen ungefähr so aus. Wir können zum Beispiel eine Funktion machen, die nichts macht. Wir können eine Funktion, die Sinus anwendet darauf. Wir können eine sphärische Transformation haben und alle möglichen lustigen Sachen. Und die haben über ein paar tolle Sachen nachgedacht. Und was man jetzt tut, ist, man nimmt eine Anzahl von diesen Variationen und dann nimmt man die zusammen. Und dann nimmt man Teile von diesen Transformationen und dann tut man die zusammen. Also nimmt zum Beispiel eine halbe sphärische und dann nimmt man ein Viertel von einer Cosinus und dann tut man das alles zusammen. Und jetzt kann man Nachtransformationen machen und man nimmt nochmal das Ganze von vorne und tut das nochmal. Und dann hat man noch finale Transformation. Und dann nimmt man das Ganze nochmal und macht das nochmal. Okay, und das sieht ganz sehr ganz lustig aus. Das, was man über das Chaos-Spiel vorher wissen muss, wenn man das Chaos-Spiel macht, wie vorher beschrieben, dann kriegt man einfach so ein Schwarz-Weiß-Bild. Und es ist nicht so toll, es sieht nicht so toll aus. Man kann es ein bisschen verbessern, wenn man es einfach öfter anwendet und dann bekommt man ein besseres Bild. Und es ist noch viel besser, wenn man einen Logarithmus nimmt, um das zu tun. Man muss es dann halt ganz oft verwenden und dann hat man ganz viel Zufallvariablen drin. Man muss dann auch noch ein paar kleine Sachen rausglätten und dann kann man noch eine Farbkarte darauf anwenden. Jede Funktion bekommt einen Index auf der Farbkarte und dann tut man das alles zusammen und dann kriegt man ganz tolle Bilder. Und dann ja, bekommt man ganz tolle Sachen. Okay, jetzt. Dieser Algorithmus funktioniert wirklich nur in 2D. Es sieht zwar 3D aus, aber es ist es nicht. Können wir das in 3D machen? Also wir können das Chaos-Spiel nicht machen, weil uns einfach der Speicher fehlt. Aber wir können aber eine diskrete Variante davon versuchen. So. Yeah, I spent some fun time on this. Ich hatte wirklich viel Spaß mit diesem Programm. So it doesn't crash. Ich hoffe einfach mal, es stürzt jetzt nicht einfach ab. So, we want more precision. We want this to be. Wir brauchen mehr Präzision, ein bisschen größer. Das sieht schon ziemlich cool aus. Das ist schon 4D. Okay, aber wir wollen erstmal mit dem 3D-Fall anfangen. Wir haben immer noch diesen Inversionseffekt, das umstülpt. Es ist jetzt zufällig, aber ihr seht, dass es jetzt 2D ist, weil ich eine Ebene genommen habe und es unterteilt habe. Wenn man die Transformationen anwendet, dann muss man einfach nur bestimmte von diesen Variationsfunktionen anwenden und dann bekommt man die. We can do that in 4D also, which means our stuff can turn inside out. But the cool part about the okay, der coole Teil bei dem fraktalen Flammenalgorithmus ist aber, es stellt sich raus, dass es total einfach ist, wenn man diesen Logarithmus in einem Pixel-Shader macht. Es klingt ziemlich wirr, aber es funktioniert in Echtzeit relativ gut. Es ist jetzt nicht das Schönste, was ich je gemacht habe, aber es ist immer noch ziemlich beeindruckend, dass es ziemlich glatt aussieht. Jetzt machen wir mal ein paar zufällige Farben dazu. Also jetzt gelb, lila und blau, die werden alle zusammengerechnet in dem Pixel-Shader.
can do all sorts of pretty ones. And Frears one is actually pretty nice. Ja, das mag ich jetzt eigentlich ziemlich gern. I like some of the properties. Ah yeah, this one is pretty good. Okay, das ist ziemlich gut. Es kommt jetzt halt darauf an, von wo aus man drauf schaut. Der Pixel Shader hat die Eigenschaft dieser, wenn die Farben so rumspielen, dann liegt das an dem Pixel Shader. Das ist quasi wieder das Umstülpen der Dimension. Right. So you get this nebula, weil jetzt hier diesen Nebeleffekt durch diese 4D-Umstülpung. Das ist ziemlich heiße Bilder, die wir da haben. Dieser Code ist total Open Source. Ihr könnt es auf GitHub sehen, ihr könnt damit rumspielen. Ihr könnt den Code dann natürlich anschauen. Das Problem ist, dass WebGL schwebende Texturen nicht unterstützt, insofern. Es funktioniert im Prinzip, aber man kann es nicht so gut sehen, leider. Das ist das Programm, wenn es euch interessiert. Hier ist jetzt ein Paper, in dem das wirklich detailliert erklärt wird. Und mein Twitter dazu. Das hier unten ist das Original-Paper über fraktale Flammen. Kann ich nur empfehlen, die haben da richtig coole Sachen drinstehen. Und natürlich, die Bilder kommen aus Fringe. And that's the end of that one. So if anyone has any questions. So, hat jemand Fragen? Okay, thank you, Magnus. Dankeschön, Magnus. Sehr interessanter Vortrag. Ich mag Fraktale. Wenn ihr unbedingt rausgehen müsst, dann seid bitte still. Bitte nicht sprechen, wenn ihr rausgeht. Einfach leise rausgehen. Gibt es Fragen vom Internet, Signal Angel? Is there a question? Yes? Okay, ask away. Erste Frage aus dem Internet, bitte. Audio Angel, or so could you please turn on the Audio Angel is running. Maybe start. Let's start with a question from. Okay, fangen wir doch einfach hier. Fangen wir an mit einem. Hallo. Danke für den Vortrag. Ich habe mich gefragt, die Projektionstransformation, die du erklärt hast, hast du angenommen, dass die letzte Dimension 1 ist, also es wird die Tiefe sein, und dann hast du angenommen, dass der Rest einfach kollabiert. Was passiert, wenn du das nicht annimmst oder wenn sich irgendetwas ändert? Denn in der Projektion gehst du davon aus, wie die Projektion gemacht ist zu 3D. Richtig, wenn ich das richtig verstanden habe? Okay, das habe ich mir noch gar nicht genauso angeschaut, aber was ich eigentlich meine, ist, dass es könnte perzeptionell unterschiedlich sein? Ja, die Ansicht könnte anders sein. Man könnte das durchaus erweitern auf 4D oder 5D in OpenGL. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es wäre eigentlich ziemlich cool, das sollte man mal machen. Okay, Signal Angel, do you have a microphone? Yes, I have. Okay, please ask away. Standard user from IRC. Standard user vom IRC. Diese Visualisation ist die, kann man die anwenden auf die 3D virtuelle Simulation für virtuelle Realität und kann man das auch mit 4 oder 5 dimensionalen Fraktalen machen? Ich bin ziemlich sicher, wenn man mal so ein VR-Headset hat, dass man damit, wenn man da drin steht und das alles vor sich hat, würde das die Erfahrung, die man damit macht, wirklich gigantisch verbessern noch. Ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert, aber wenn jemand was will, ich bin der Erste, der es ausprobiert.
Okay, let's go back to microphone number three, please. Hallo, nur eine kurze Frage. Mir ist aufgefallen, dass sogar für die multidimensionale Fall hast du die 2D-Primitiven genommen als Primitiven. Kann man höherdimensionale Primitiven benutzen? Klar wäre das möglich, das ist überhaupt kein Problem. Wie du gesagt hast, ich verwende immer noch 2D-Primitive. Ich habe das dadurch gemacht, dass man quasi durchgucken kann. Weil wenn man mit einem 3D-Objekt mit 4D-Augen schaut, kann man quasi durchsehen. Es wäre durchaus möglich, klar, dass man einfach höhere dimensionale Primitive nimmt. Aber es ist viel einfacher zu verstehen und darüber zu reden, wenn man 2D-Primitive hat. Gibt es noch mehr Fragen aus dem Internet? Okay, yep. Twilight Sparkle from IRC asks, do you think a game denkst du, dass ein Spiel in 4 oder mehr Dimensionen möglich wäre und dass es spielbar wäre? Es gibt sogar schon Spiele mit wenigstens 4 Dimensionen und höher. Ich erinnere mich auf jeden Fall an 4D Maze und eine 4D-Variante vom Rubik's Cube. Mit dem Rubik's Würfel. Ich wäre extrem beeindruckt, wenn jemand die 4D-Variante lösen kann. Als ich damals darüber nachgedacht habe, die Transformationen sind echt wahnsinnig cool. Und ich würde den gern verwenden. Ist quasi, hat man schon gesehen, hat man noch nicht gesehen, und dass man einen 4D in Versionen dran macht. Und ich würde wahnsinnig gerne ein Spiel sehen, was sowas verwendet. Und es gibt wohl auch welche, aber zu wenig. Okay, are there more internet questions? Gibt es noch mehr Internetfragen? Nein, noch nicht. Nochmal Mikrofon. Danke für deinen Vortrag. Ich habe eine Frage über nicht nur die Fraktale zu benutzen, sondern wir könnten auch vierdimensionale oder n-dimensionale Datensätze reintun. Funktioniert das? Und wie sieht das aus? Was würde man dann für einen Trick benutzen, um eine Transparenz zu bekommen? Also am Ende habe ich eigentlich nur einen Transfer der Oberfläche gemacht. Aber in höheren Dimensionen, um Datensätze zu visualisieren, wenn man Sachen anschaut, wo man solche Visualisierungen macht, anhand von Kategorien, wenn man zum Beispiel so einen Graphen malen will, wäre es relativ einfach, einen planaren Graphen zu machen in höheren Dimensionen. Habe ich leider aber auch noch nicht gesehen und ich würde es wahnsinnig gern sehen. Und 4D-Rotationen sind leider sehr, sehr schwierig zu verstehen. Und die Idee ist ja eigentlich, dass man die Visualisierungen nutzt, damit man es einfacher sieht und einfacher versteht. Und ich bin nicht sicher, ob das hier funktioniert, auch wenn es wahnsinnig cool wäre. Wir haben noch Zeit für ein oder zwei Fragen. Das andere Mikrofon, Mikrofon Nummer 2. Danke für den Vortrag. Ich habe ein bisschen theoretische Frage. Du hast uns gesagt, dass es 47 Variationen von der ganzen Sache gibt. Ich habe da noch nie drüber was gehört, über diese Variationen. Also was haben die für Eigenschaften? Das sind eigentlich nur definiert an dem Ende dieses Papers, was ich referenziert habe, dieses fraktale Flammenalgorithmen-Paper. Die sind ganz speziell aufgelistet. Die einzige gemeinschaftliche Eigenschaft, die sie haben, ist, dass sie alle 2D sind. Manche kann man erweitern, manche kann man nicht. Dankeschön. Okay, one last question. Eine letzte Frage noch? Danke, ja. Keine Frage, nur eine kleine Information. Eine kleine Information über die vierdimensionale Game. Es gibt ein Spiel, das im Internet rumgegangen ist. Und ich weiß nicht, wie man das ganz ausspricht. Mega Curie, M-E-I-G-A-K-U-R-E, what? You can look it up. Ihr könnt es nachschauen. Was man in dem Spiel machen kann, ist, du hast eine dreidimensionale Umgebung und man kann daran das in 3D-Sinn anschauen und dann kommt man an eine
an eine Wand und man kann dann in 3D sehen, nicht um die Wand rumkommen, aber man kann dann das aus einem anderen Blickwinkel anschauen und dann kann man im 4D-Sinne um diese Wand rumlaufen. Also man wechselt sozusagen zu einer anderen Dimension und eine Menge Spiele machen das, aber dieses Spiel macht das wirklich mit der richtigen Matte. Ich habe das gesehen, ich wollte das unbedingt ausprobieren, aber ich habe es leider noch nicht geschafft. Es macht total Sinn, dass es funktioniert, weil wenn du die 4D-Projektionen machst, hast du auch nur eine 3D-Welt. Es macht total Sinn, dass man dann Teile der Welt einfach rumdreht. Wäre wirklich cool, habe ich aber leider noch nicht gesehen, aber ich werde es ausprobieren. Lass uns nochmal dem Vortragenden danken.